Aus meiner Sicht ist es notwendig, dass auf dem Gipfel die Vergrößerung des Rettungsschirmes beschlossen wird, das heißt die sogenannte Hebelung, damit es auch tatsächlich möglich wird, die Banken zu rekapitalisieren, und zwar verpflichtend, und damit ein Schuldenschnitt für Griechenland möglich wird, denn Griechenland muss von der hohen Verschuldung runterkommen. Zweitens ist es notwendig, dass über eine Finanztransaktionssteuer beschlossen wird, und zwar möglichst europaweit, notfalls in der Eurozone. Es ist aus meiner Sicht notwendig, dass über den ständigen Rettungsschirm, der abgekürzt ESM heißt, entschieden wird, damit er früher kommt und nicht erst im Jahr 2013. Dann muss er nämlich ausgebaut werden zu einem europäischen Währungsfonds. Und ich halte es für notwendig, dass auch ein europäischer Konvent einberufen wird, denn wir brauchen eine europäische Integration. Das heißt, die Wirtschafts-, Finanz- und Haushaltspolitik muss teilweise vergemeinschaftet werden auf europäischer Ebene, damit wir im Gleichklang arbeiten und nicht jedes Land vor sich hin brödelt. Wir Grünen arbeiten seit anderthalb Jahren an solchen Vorschlägen und Lösungen. Leider ist Frau Merkel eine, die am meisten zaudert und zögert. Deswegen konnten wir ja auch letzte Woche im Bundestag nicht entscheiden über die Hebelung des Rettungsschirmes. Es ist notwendig, dass jetzt endlich die konkreten Entscheidungen gefällt werden.